Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Prince of Persia. Es geht wieder weiter. Das letzte Mal haben wir uns den Weg freigebahnt und das zweite schwarze Tor geöffnet. Es ist gerade kurz vor dem Kampf. Ich frage mich, was ihr uns diesmal entgegenwirft. Ihre Kraft ist die Illusion. Alles, was hier passiert, wird diese Form annehmen. Klingt irgendwie ein bisschen gefährlich. Willkommen zum Ball, verehrte Gäste. Soll der Tanz beginnen? Helft mir, rettet mich vor meinem Vater, rettet mich vor dem bösen Gott. Oh, das werde ich, meine... Ich vergesse mein Gold, meine Bestimmung, lebe als Bettler statt als Prinz. Ich soll doch hier raus. Ich würde euch gerne in die Finger kriegen. Oh, danke, danke, mein kleiner Mann. Wo weiß ich, welche Richtung ist. Wir zusammen sein, Liebling? Ich finde euch. Ihr seid so gut wie erledigt. Sinnvolle Gespräche. Ich liebe Ormast. Ey. Irgendwann muss ich raus. Elika! Vergesst sie doch! Denkt lieber an mich! Irgendwie bist du nicht so schwer. Autsch, das ist die Stelle. Oh. Dasselbe wie letztes Mal. Er muss zuerst wieder reinkommen. Sie erholt sich. Benutzt den Handschuh. Geht doch dran. Ich bin nicht nah genug. Ah, das ist den Kopf. Vergesst die Waffe, nehmt eure Hände. Sie hat euer Herz, aber ich hole mir eure Seele. Ich glaube, die behalte ich mal lieber. Scheint irgendwie nützlich zu sein. Wir müssen auf die nächste Ebene. Diese Platte sollte uns dorthin bringen. Habt ihr genug Kraft, um... Was glaubt ihr, wie viel Zeit wir noch haben? Wir müssen weiter. Könnte ein bisschen erschöpft sein. Bleib bei mir. Ich gehe nirgendwo hin. Oh, wie süß. Was ist auf der nächsten Ebene? Es ist überall so wie hier. Große Säle. Sie wurden für Bankette und Empfänge benutzt. Vor langer Zeit. Immer vor langer Zeit. Das war ein bisschen falsch. Zum kleines bisschen. Oh, das ist ein Flug. Wieso? Muss das so nervig sein? Wie springt man da drüber und kommt auf die nächste Flugplatte? Bla bla bla. Ormas. Ich hab E gedrückt. Wie sieht es zu spät aussieht. Und alles, was ich machen muss, ist E drücken. Wieder ein E gedrückt und drückt man nochmal ein E. So. Jetzt nochmal ein E.
Zeit ist fast abgelaufen. Arimans Flucht steht bevor. Nein! Das werdet ihr bereuen. Das gefällt mir. Hab ich Ormas schon beeindruckt? Sie gehört mir. Wir werden nicht scheitern. Los, Elika! Oh Mann. Ich hab gerade einen guten Kompo drin. Die nächste Etage ist die letzte. Dann haben wir sie am Kragen. Oder ich euch. Wild! Geht ins Netz oder zieht von dannen. Ahriman wird euch den Weg bereiten. Ihr könnt gehen. Ja, diesem Ahriman kann man wirklich vertrauen. Er lässt uns gehen, damit wir alle vor ihm warnen können. Euer Schweigen spricht Bände. Tja, da müssen wir was... Hoffentlich weiß Ormas, was er tut. Oh. Das weiß gerade. Wie ich kann verwehren und das blöde Elend einfach. Ich bin viel zu langsam auf das Spiel. Ich bin gerade von den Drehen so fasziniert, dass ich ganz vergessen habe, dass man da noch ein bisschen E drücken könnte. Na gut! Immer schon eh bereit. Dachte gerade, ich hab doch gedrückt. Wir sind doch mal Schluss. So aus. Nein, 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 ihr habt sie gewählt. Da ist jemand lag. Oh nein, kleiner Mann. Wie wollt ihr sie nun finden? Ihr wollt mich so sehr? Hört auf, mich zu töten! Zögert und der Moment ist vorüber. Zögert und die Entscheidung ist gefallen. Soll ich für euch entscheiden? Ich kann sie alle entfernen. Dann werdet ihr und ich. Die Zukunft wäre euer. Was ist sie euch wert? Oh, ist noch die andere wieder da. Aber ist doch sinnlos, wenn die Schlagen. Schlag mich dann einfach mal durch. Wie wollt ihr sie für euch gewinnen? Ich schätze mal, das ist irgendein Rätsel. Was habt ihr ihr zu bieten?
denn das? Ein, zwei, drei Etagen und kein Versteck ist mehr übrig. Irgendwie findet ja immer der, der hier ist und der gegenüberliegende erscheint. Wie wär's mit weniger Gerede und dafür Seitenwechsel? Ein, zwei, drei Etagen und kein Versteck ist mehr übrig. Es ist ganz einfach. Dreht euch um und lasst uns diesen Ort heilen. Wie gut kennt ihr sie? Und hier irgendwo hoch. Nein, krank geworden. Das hat ein Dorf erwähnt mehr. Wie wollt ihr sie für euch gewinnen? Irgendwie etwas stört mit diesen Teilen hier. Die Teile, die hier rumkommen. Sonst noch was, auf das wir klettern können? Man kann die doch... Zögert und der Moment ist vorüber. Zögert und die Entscheidung ist gefallen. Wenn das mal gut geht! Ihr Verrückter. Ich wusste, ihr rettet mich. Und wäre ich wieder ohnmächtig geworden? Tja, oh, daran habe ich nicht gedacht. Nun, kleiner Mann, ihr habt den Test absolviert. Ouch. Und versagt. Aber ich habe doch das richtig gemacht, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Es ist Arimans Wille. Gegen die Dunkelheit. Dieser Combo ist irgendwie so ein bisschen angenehm. Gebt Acht! Dunkelheit wird euch verzehren. Musste sie das tun? Jetzt, Seliger! Benutzt den Handschuh! Ich hätte richtig jetzt nicht gesehen, glaube ich. Macht das nicht? Doch, das reicht. Die stirbt einfach so, oder was? Ich hatte keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Oh, schön. Richtig, lasst uns verschwinden. Und dann besorge ich euch die Teppiche, die ihr wolltet. Welche Teppiche? Ihr wisst schon, ihr wolltet doch den Palast umdekorieren. Ich bin nicht die Konkubine. Sie ist fort, ich muss reichen. Das war auch keine Illusion. Lasst uns von hier verschwinden. Schnell. Reden wir noch kurz. Wie kommt ihr hier raus? Da drüben. Damit kommen wir hier weg. Aber dass wir nun rausfinden, dass man runterspringen muss, finde ich eine gute Idee. Habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich rausgefunden habe.
Ich hätte es aber auch gut vorstellen können, dass es nicht funktioniert hätte. Um ehrlich zu sein. Was sie sagte... Sie wollte einen Keil zwischen uns treiben. Das sagtet ihr selbst. Einiges ist aber auch wahr. Ich diene meinem Volk und... Hey, ich suche nur einen Weg hier raus, auf dem mich kein böser Gott durch die Wüste jagt. Macht euch keine Sorgen um mich, Prinzessin. Nein, nein, sicher nicht. Wir bringen das hier zu Ende. Dann findet ihr euren Esel. Und ihr könnt wieder euer Volk anführen. Alles so, wie es mal war. So, wie ihr wolltet. Naja, wir sind hier noch nicht fertig. Das sind wir. Gut, ich würde sagen, das war es auch für diesen Part. Auch ihr könntet mit mir kommen, wenn ich gehe. Ihr müsst euer Volk finden, die noch übrig sind. Zuerst muss ich sicherstellen, dass hier alles in Ordnung ist. Dann erst... Ja, sicher, sicher. Ist ja schon alles. Gut, wir haben jetzt die zwei ganze Gebiete abgeschlossen, wenn man nicht 100% muss. Bleibt auch mit uns. Das Gebiet da und das Gebiet da, und das sind jeweils nur noch zwei. Das ist Schritt von oben. Drei. Ja gut, das habe ich erst gerade gemacht. Gut, aber ich muss hier den Part beenden. Dann sage ich hier, bis zum nächsten Mal, Light Head Show.